Recht herzlich willkommen zu meinem kurzen Video über die Reinigung meiner 3D-Druckerdüsen. Mit der Zeit haben sich doch einige verdreckte und verstopfte 3D-Druckerdüsen oder, wie der Kenner ja sagt, Nozzles bei mir angesammelt. Und in meinem Video will ich zeigen, wie ich diese dann reinige. Und da bin ich nun im wahrsten Sinne des Wortes Feuer und Flamme. Nein, ganz so schlimm wird es nicht werden. In meinem kleinen Labor steht auch ein Bunsenbrenner, der mir die nötige Hitze liefert. Mit einer Tiegelzange halte ich die Düse in den heißesten Punkt der Flamme und erhitze, bis sie durchgeglüht ist. Bei diesem Vorgang werden alle Filamentreste verbrannt und das Filament im Innern der Düse tropft nach außen weg. Das kann auch schlagartig geschehen. Deshalb die Düsenöffnung immer von einem weghalten. Hier sieht man am Pfeil, wie der Dreck aus der Düse dann herausfließt. Dieser Ausbrennvorgang wird nun auch für alle weiteren Düsen durchgeführt. Auch hier mein Warnhinweis, das ist eine heiße Arbeit und man sollte da sehr vorsichtig sein. Nach dem Abkühlen der Düsen werden diese einige Zeit in einem Acetonbad und anschließend in einem Bad mit Haushaltsessig weiter gereinigt. Nun steht noch eine letzte Prozedur aus. Mit einem entsprechenden Bohrer wird noch das Düsenloch freigebohrt. Aber dazu sollte man eigentlich seine Brille angezogen haben. Meist sind die Düsen aber schon so sauber, sodass ein Nachbohren eigentlich nicht nötig ist.
Ich drehe die Düsen auch noch einmal kurz durch einen Gewindeschneider. Dann ist die Düse wieder sauber und bereit zum nächsten Einsatz. Vielen Dank fürs Ansehen. Und wenn Ihnen mein Video gefallen hat, geben Sie mir doch einen Daumen hoch. Ich freue mich auch über jeden Kommentar. Aber am besten ist es, Sie abonnieren einfach meinen Kanal. Schönen Dank und Salü aus dem Saarland.